Du hast schon sicher einmal einen Obdachlosen gesehen, vielleicht sogar gerochen. Nicht alle haben die Möglichkeit, für die eigene Körperhygiene zu sorgen. Es ist für manche sehr schwierig, ein geordnetes Leben zu führen. Und wenn du so einem Menschen begegnet bist, einmal, dann kann man sich schon fragen, warum Jesus von sich selber sagt, dass er obdachlos sei. Er sagt ja, dass der Menschensohn, also er selbst, keinen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen kann, also kein Zuhause. Aus dem Elternhaus ist er ausgezogen, in seine Heimatstadt wollen sie ihn nicht, in Samarien wollen sie ihn auch nicht, dafür gibt es aber gute Gründe. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem und das war für die Samariter nichts Gutes. Also Juden und Samariter, Feinde, die behandeln sich wie der letzte Dreck, bis heute eigentlich. Und wenn einer durch Samarien zieht und sagt, ich gehe nach Jerusalem, naja, dann geh am besten und verschwinde. So ist etwas Jesus begegnet. Aber warum sagt Jesus einen seiner Jünger oder dem Nachfolgen, dass er einfach obdachlos ist? Warum ist Jesus das so wichtig? Ich glaube, dass es dafür zwei Gründe gibt. Der erste ist ziemlich einfach. Gott lässt sich nicht festhalten. Und deswegen stört es gar nicht Jesus, dass er in Samarien also kein Obdach findet, sondern irgendwie mit Misstrauen betrachtet wird und weggeschickt wird. Stört ihn überhaupt nicht. Ihn stört, dass die Jünger da dumme Pläne hegen, dass sie da um die Vernichtung Samariens beten wollen. Das stört Jesus schon, dass er abgewiesen wird, nicht. Weil Gott ist nicht darauf angewiesen, ob du oder ich ihm den Weg bereiten. Ist er nicht. Es ist zwar schön und nett, wenn man das macht, für uns ist es dann auch einfacher, weil das ist der eigene Einsatz für die Sache Jesu. Aber Gott braucht das nicht. Gott braucht nicht ein Dach über dem Kopf. Die Kirche, die wir hier haben, brauchen wir, nicht Gott. Er kommt ohne dieses Gebäude sehr gut zurecht. Braucht er überhaupt nicht. Das ist der erste Grund, warum Jesus von dieser seiner Obdachlosigkeit in dieser Welt spricht. Weil er einfach auf das, was wir ihm bieten können, nicht angewiesen ist. Und er erinnert seine Jünger daran. Macht euch nichts vor, ich bin auf euch nicht angewiesen. Umgekehrt ist es. Du bist auf mich angewiesen. Es ist ein bisschen hart, was Jesus hier sagt. Aber es wird nicht einfacher, wenn man den zweiten Grund für diesen Spruch Jesu entdeckt. Wir haben in der ersten Lesung von Elia gehört, der da Elisha begegnet. Also das ist ein Teil einer größeren Erzählung. Da wird nicht nur Elisha ausgewählt als Prophet, als der Nachfolger Elias, sondern noch zwei Könige werden eingesetzt. Und ganz am Ende ist Elisha sein Nachfolger. Und wenn er ihm begegnet, er pflückt mit 12 Gespannen. Also das ist eine ziemlich große Sache. Ein normaler Jude hatte nicht einmal Feld und ein Tier, das war sowieso sicher kein Rind, mit dem man pflügen kann oder sowas Größeres. Und wenn einer 12 hat, viel Kohle. Also das war kein bescheidener Mensch, also bescheiden vielleicht, aber keine bescheidenen Lebensverhältnisse, in denen er gelebt hat. Er hatte etwas, was er lassen konnte. Und Elisha macht das auch. Er lässt alles, sein eigenes Gespann, er bindet die Tiere los in die Freiheit hinaus und das Joch und was dazugehört, verbrennt er, Anna, er schlachtet die Tiere, speist sich daraus auf diesem Holz, das er verbrennt und geht dann mit Elia und vollbringt Großartiges.
weil er eines erkennt in seinem Auftrag. Also diese Totalität der Nachfolge, wozu Gott ruft. Gott ruft nicht zu kleinen Sachen auf. Er will dein Leben, er will dein Herz. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Und das bedeutet jetzt nicht, wenn du dich wirklich freiwillig in die Nachfolge ganz begibst, dass du jetzt alles aufgeben musst, wie es Elisha getan hat. Das war seine Entscheidung, sein Weg. Aber das bedeutet vor allem, dass man Gott als denjenigen sieht, der diesen Anspruch hat auf mein und dein Leben. Mir hilft es sehr oft, sich daran zu erinnern, dass, wie es Johannes Hartl, also der Leiter des Gebetshauses in Augsburg, oft sagt, Gott ist Gott und nicht jemand andere. Gott ist nicht ich oder du oder sonst was, Gott ist Gott. Ihm gehört diese ganze Welt, er hat sie ja erschaffen, dich und mich auch. Auch wenn meine Eltern dabei etwas zu tun hatten, es ist der Wille Gottes gewesen, dass ich Mensch geworden bin. Also diese Obdachlosigkeit Jesu ist etwas, was vom tiefen Wesen Gottes offenbart und auch der Beziehung zu uns Menschen. Wir sollen uns nichts vormachen in der Nachfolge, dass Gott so ein großer Kuschelbär ist. Manchmal ist er es auch, aber das ist nicht sein Wesen. Weil Gott Gott ist und er hat einen Anspruch auf dein und mein Leben, also er hegt so einen Anspruch. Und das hat einen sehr wichtigen Grund, warum er das tut und warum Jesus seinen Vater auf diese Art und Weise uns offenbart. Und das ist sehr einfach jetzt, weil er uns liebt. Er weiß ganz genau, wenn du und ich ihn an erster Stelle in unserem Leben haben, dann hat alles andere seinen Platz gefunden. Klingt ein bisschen unspektakulär und auch plump, das ist keine große Entdeckung, aber weil Gott uns liebt, möchte er in unserem Leben diese Ordnung herstellen. Nicht damit eine Ordnung in deinem Leben herrscht, es kann auch ganz chaotisch zugehen, bei mir ist es sehr oft so, aber ich versuche mich jeden Tag daran zu erinnern, wer Gott ist. Und ich versuche ihn jeden Tag wirklich an die erste Stelle zu stellen, ihm den Platz zu geben, den er beansprucht, weil er klopft bei mir immer an, bei dir sicher auch. Und dann ist dieser Chaos, der in meinem Leben herrscht, nicht entscheidend. Ich finde mich dann zurecht, weil ich weiß ganz genau, alles, was ich hier machen könnte, die ganzen tollen und weniger tollen Sachen, die ich vollbringe, das vergeht. Was bleibt, ist die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Und wenn wir es auf diese Weise tun, dann funktioniert alles. Und wenn nicht, manche von euch haben bemerkt, ein armer Vogel hat sich in unserer Kirche verirrt. Und die traurige Wirklichkeit ist, wenn er selber nicht hinausfindet, ist es sein Ende. Und manchmal ist es so, wenn wir etwas anderes an die erste Stelle stellen, wenn etwas anderes den Platz Gottes in unserem Leben einnimmt, dann sind wir wie dieser kleine Vogel. Also versuchen rauszugehen, versuchen die Freiheit zu erlangen, aber ist sehr unwahrscheinlich. Also wir werden sicher versuchen, den rauszulocken, den kleinen Vogel, aber ich habe da keine großen Hoffnungen. Ja, mal schauen, vielleicht gelingt's. Und damit es in deinem Leben auch so geht, Gott ist der eine, der ein bisschen Wasser reicht und versucht, uns zum Ausgang zu locken. Versuche diese Woche, ihm diesen Platz zu gewähren, der in deinem Leben immer wieder von anderen Dingen besetzt wird. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Da gibt es tausend Dinge, die wichtiger sind als Gott für mich.
Und man muss jeden Tag aufs Neue schauen, versuchen, ihm diesen Platz zu geben. Dann findet man die Freiheit, dann findet man auch die Liebe, die er mir schenkt und dir auch. Und dann kannst du diese Liebe auch weiter schenken. So damit diese Nachfolge, in die wir alle berufen sind, auch Frucht bringen kann.